Was für eine Totswahrscheinlichkeit? 44%, okay. Lasst mich nicht hängen, Jungs. Den Stream starten mit einer 56%igen. Oha, oha. Oha, Modric. Alter, Big. Oha. Digga, das ist gut. Ich habe mir heute noch überlegt, Modric würde ich sogar in Rot echt mitnehmen, weil ich habe eigentlich Bock, den zu zocken. Ich glaube, der macht richtig Spaß zu spielen mit dem Dribbling. Jetzt brauche ich ihn schon mal nicht mehr in Rot. Jetzt brauche ich ihn schon mal nicht mehr in Rot, den Bruder. Oh, da ist noch einer. Digga, nehme ich mit. Machen Stat Review Chat. Also, das Pack ist so schlecht, dass ich wirklich auch gar keinen Bock auf Eigenroulette habe, weil das ewig dauert und dann im Endeffekt immer einen Stinker zu ziehen, da sehe ich mich nicht so. Gib mir ein hohes Rating für eine SPC. Oder gib mir den 10. Barnes oder den 10. Baggio dieses Jahr. Ah, ne, nicht Barnes. Wer ist nochmal Wright? Wright, weil da habe ich so oft gezogen. Aber ich weiß gar nicht, ob der Prime von dem über 90 hat. Digga, 84 Füße, 81 Ausdauer ist direkt ein Muffer. Das ist direkt eine herbe Stinkerkarte, Digga. Oh mein Gott, das ist voll der Stock. Bitte hab hohes Rating. Boah, 90, Digga, was ist das? Ja, gar nichts, Junge. Ist so ziemlich der schlechteste, den man ziehen kann, oder? Ah, ich weiß nicht, Digga. Ich muss sagen, Content ist echt pisse momentan von EA. So sieht ja jedes Pack aus. Das ist klar, ist auch echt günstig, das Pack, aber da macht's doch teurer, haut die Prime-Icons raus und dann hat man coolen Content, weil das ist wirklich hart, Junge. Boah, starkes Team. Ganz wichtiges 1-0. Tag, wunderschön gespielt. Mein Gott, ich dachte, das wäre abseits, weil Vorteil gegeben wurde. Da dachte ich, habe ich die ganze Zeit auf Gott, dass er pfeift, aber ich wurde gefoult. Naja, bisher habe ich jetzt heute auch Spaß, Bato. Aber das Ding ist, dass dieser Spaß sofort vergessen wird, sobald man einmal verarscht wird oder so. FC No Pack Luck. Bruder, der hat da viele Dortmunder. Richtig, dass Ronaldo den finisht. Das ist krass, wie Ronaldo da den Körper reinstellt gegen Ake, ne? Ich glaube, andere Stürmer hätten da halt den Zweikampf verloren. Ronaldo bleibt da standhaft und finisht das Ding sogar. Boah, was ein Finish, Junges. Und Ronaldo noch mit der Vorlage. Ui, was ist hier los? Ronaldo. Gegner denkt, wenn BVB 10 Punkte auf Bayern aufgeholt hat, dann schafft er auch 4 Tore aufzuholen. Gotta respect that. Ah, nur gelb. Boah! Gelber Time Finish Meter. Rolls-Royce. Rolls-Royce, aber nur deutsche Gegner heute. Ramsdale wieder, Blanc. Okay. Angriff aber eklig. Oder wie schnell war der Blanc? Wie schnell war der Blanc da gerade? Big De Bruyne, schön nachgesetzt. Was? Mein Gott. Echt zu früh geschossen da. Cristiano Ronaldo! Sehr wichtiger Finish von ihm, den finisht nicht jeder. Rot, oh mein Gott, warum time ich den überhaupt? Digga, denn. Bin Digga, holy shit. Er hat einen anderen Anschluss, hat mich auch nicht aufgepasst, oh mein Gott. Greedy it to 19 wins. Na, jetzt quittet er nicht, jetzt krieg ich Karma. Karma! Der quittet nicht. Im Stuhl.
Okay, Bruder, ganz ruhig. Es fällt hier gerade jeder Schuss rein. Ganz ruhig. Digga, was ist das? Er schießt in die Mitte des Tores. Haben wir schon 10-mal gemacht, den Trick da mit Diaby und die... Digga! Und richtig gemoved. Es gibt noch einen Greedy! Hahaha, frisst, du Huren! Ja, bringt mir noch 1000. Mir geht's trotzdem super! Mir geht's super! Habe ich noch eine Schande, die ich einwechseln kann? Nee, ich habe keine Schanden auf der Bank. No. No. Okay, ey, doch nicht auf meiner Seite, sind einfach auf keiner Seite hier. Lucky, wie ich dann den Ball krieg. Digga, warum rennt Luis Gustavo von der Linie? Oh mein Gott, ich krieg den Spieler abgewählt, den ich auf die Linie schiebe. Er ist aber geisteskrank am Bunker, ne? Guerrero schießt uns jetzt um 20-0. Ja, GG's Gegner. Geil, so Totszeit mal wieder ein 20-0, das schmeckt. Ja, letzten 10 Minuten wirklich nur noch im eigenen 16 irgendwie verbracht und verteidigt, ne? Ist das erste Mal zum Tots 9, Rang 1. Bisher haben am besten gegönnt zum Premier League Tots, ne? Zum Premier League Tots hatte ich Ruben Dias und Saliba mit 18 Siegen. Wenn ein Lorente kommt, bin ich schon zufrieden. Believe auf Vinny in Rot. Digga, das wäre so ein Traum, ne? Das wäre ein Traum, sag ich! Okay, gut Vorder. Okay, müssen wir gleich vorm Dreier-Set schnell einen SBC machen. Nicht so gut Vorder. Ich glaube, Big Boy Benz kommt. Eine Ansage. Dzeko, weil Dzeko Siegtreffer im Champions League-Finale schießt. Sage ich. Mache eben einen Stat-Reveal-Pick. Ja, Kracher, Digga. Direkt ein Kracher. Was ist eine Offensivkarte? Vielleicht gut. Das ist eigentlich gut, wenn es eine Offensivkarte ist, weil es gibt doch keine schlechten Offensivkarten. Fake hier gibt es. Ach, es gibt Fake hier. Ah, ist bestimmt Fake hier. Ja. Doch, ja, jetzt ist mir gerade. Ich habe nur an die Tots-Karten gedacht und nicht an die Moments. Wer ist denn der dritte? Ah, der Verteidiger ist der dritte Moments. Aber Fake hier ist die einzig schlechte Offensivkarte, oder? Ja, okay, wer das ist, das ist schwierig zu erraten. Ter Stegen. Das ist dieser Vega. Oh nee, ist das dieser Vega? Pedri Merdev. 94 Dribbling. Aber Pedri hat mehr. Der hat 96 Dribbling, glaube ich. Das muss dieser Stinker sein. Ach, Digga. Holy shit, ist das bisher schandig. 94 Ausdauer. 80. Wieder halt keine Offensivkarte. Und Pedri ist auch. 95 Dribbling, aber. Könnte Balde oder. Nee, Balde. Doch, es ist Balde. Will ich jetzt auch nicht haben. Boah, und der letzte Spieler, bitte eine gute Karte. Bitte nicht vier, bitte nicht fünf Mokka. 92 Füße ist aber keine Ausdauer. Das ist ein Innenverteidiger. Oh, das könnte gut sein. Das ist gut, glaube ich. Das ist Eder? Oh mein Gott, Digga, an den habe ich gar nicht. Oh mein Gott, an den habe ich ja gar nicht gedacht, Digga. Holy shit, ist das gerade ein Bruch. Oh mein Gott, Digga, an den habe ich gar nicht gedacht, dass es den gibt. Boah, Kracher, Digga. Holy shit. Ter Stegen, willkommen zurück, mein Freund. Gib mir eine gute Karte. Das ist dieser Vega, brauche ich gar nicht weiter gucken. Ist wieder dieser IV? Nein, der hat nicht so viel Dribbling. Außenverteidiger. Ist das wieder Balde? Nee, kann schießen. Oder who the fuck is that guy? Junge, wie viele schlechte Karten gibt es in dem Tots? Ich hab mir das, hätte mir das Tots mal angucken sollen. Hä? Er hat doch gerade schon diesen Vega. Wie kann das denn schon wieder sein? Warte mal, da muss ich nochmal kurz zurück. Dann war das der gerade gar nicht. Ach so!
Ach so, der hat noch einen Teammate, der genau die gleichen Scheiß-Stats hat, Digga. Ach du heilige Scheiße. Da fehlt mir noch der Innenverteidiger jetzt. Dann haben wir sie alle beisammen, oder? Molina, oder? Nee, ist bei... Boah, Junge, 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 Junge. Das geht ja aber rund. Das geht ja aber rund bisher. Den habe ich untrade, den habe ich untrade, den habe ich schon. Den habe ich auch schon. Muss ich jetzt wirklich Merino nehmen? Ich glaube, ich nehme Ter Stegen. Falls ich mal ein Team baue, dann stelle ich eh wahrscheinlich lieber Ter Stegen rein, als lieber in Rot rein, als den normalen. Diese Werte hatte ich heute schon. Das ist wieder fake hier. Na, ich lasse los, Chat. Ich bin im Loch. Ter Stegen. Das ist immer der gleiche Pick gefühlt. 89 Füße hatten wir auch schon ganz oft. Es ist wieder irgendein mockender Außenverteidiger. Ja! Ja, den habe ich dann nur gewollt. Den habe ich doch nur gewollt. Oh mein Gott. Oh ja, ja. Die anderen sind mir egal, die gucke ich mir nicht an. Lewandowski. Ich nehme Lorente safe. Digga, dann geben die mir beide in einem Pick, oder was? Dann geben die mir beide in einem Pick. Ja, okay, Lewandowski wäre eh Futter gewesen. Oh, Lorente, du rettest mich hier. Durchs Dreier-Set dick Münzen und dass wir... Oh. Lorente nochmal. Ach, Pickack hier. Nehmen wir nochmal mit hier und immer ein paar Coins. Dreier-Set, ich mach Chat-React, also ich guck nicht hin, ich guck in den Chat. Bitte Brasil. 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 Ja, OMB. Modric, Vini. Vini, Modric. Ja, okay, das ist Modric. Aber da kann auch sehr viel hinter sein. Ja, ich bin zufrieden mit Modric. Und... Nix, okay. Ah, okay, es ist trotzdem gut, ist in Ordnung. Nehme ich mit. Hätte er Bock auf Neymar und Renato Sanchez vielleicht. Öntotz, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nicht Molina. Polen, Lewandowski! Oha! Okay, wir müssen umbauen, Chat. Wir müssen umbauen. Wir konnten ihn auf dem Main-Account nicht nehmen, weil Lorente im gleichen Pick war und ich Lorente liebe. Dieses Mal müssen wir ihn mitnehmen. Er wird Kane verdrängen.